Am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr beabsichtigten zwei Beamte der Olper Polizei in Gerlingen eine offensichtlich männliche Person zu kontrollieren. Diese war den Polizisten aufgefallen, weil sie sich in der Nähe eines Altkleidercontainers verdächtig verhielt. Bei der Annäherung zog der Mann eine Waffe und schoss mehrfach in Richtung der Gesichter der Beamten. Er flüchtete anschließend und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht gefasst werden. Die betroffenen Polizisten erlitten Reizungen der Atemwege, vermutlich war die gegen die Beamten gerichtete Pistole eine Gaswaffe. Nach derzeitigem Stand besteht für die Bevölkerung keine Gefahr. Die Ermittlungen zur Ergreifung des Täters dauern an.